Ja, ich heiße recht herzlich willkommen. Wir sind hier in der Nähe von Bad Hersfeld. Wir haben uns einen neutralen Ort gewählt, sodass also nicht irgendwelche Schmierfinken aus öffentlichen Presse und Funk und Fernsehen wieder über unsere Gastgeber herziehen. Das können wir gar nicht gebrauchen, sondern wir möchten einfach dankbar sein, dass wir hier willkommen sind und dass wir frei uns austauschen können und dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die uns immer versprochen wird, endlich auch mal geliefert wird. Ja. Wir haben zwar immer das Feststellen, dass das Grundgesetz über allem steht, aber wenn wir genau hingucken, sehen wir dort, dass der Geltungsbereich gelöscht wurde in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990, um eine Wiedervereinigung von zwei Wirtschaftsgebieten hinzukriegen, denn der Staat selber war ja nie geteilt. Der Staat besteht in den Grenzen vom 27.10.1918. Und da gehe ich auf die Staatendefinition von Leninek zurück, die dann später nochmal erweitert worden ist, weil man festgestellt hat, dass ein Staat nur dann bestehen kann, wenn er ohne Fremdbestimmung besteht. Also das heißt, sobald also zwar Staatsgebiet, Staatsmacht und Staatsvolk vorhanden ist, aber eine Fremdbestimmung da ist, greift die Staatendefinition von Jelinek nicht. Die ist dann also erweitert worden, dass also keine Fremdbestimmung besteht. Und solange wie wir also Besatzungskosten bezahlen, kann man nicht davon ausgehen, dass souveräne Staaten Besatzungskosten zu bezahlen haben. Und man kann das also sehr leicht im Bundesrechenschaftsbericht nachlesen. Auf der Seite 1000 ungefähr sind die Besatzungskosten gelistet und souveräne Staaten bezahlen an niemanden irgendwelche Besatzungskosten. Es gibt noch viele formale Besetzungen, die hier in dem Land greifen. Das sind nicht nur die Alliiertenvorbehalte, sondern so Einmischungen der Kirchen. Das haben wir sehr festgestellt, als die Gewerbetreibenden in der Nähe von Bautzen einen verkaufsoffenen Sonntag wollten, also Selbstbestimmungsrecht, weil wir haben ja nur halt eine Vorherrschaft der katholischen oder evangelischen Kirche, die sagen, dass der Sonntag der heilige Tag wäre. Es ist aber eine Lüge, weil das Konzil von Nikäa im 4. Jahrhundert den Kalender geändert hat und das ist sicherlich nicht demokratisch erfolgt. Da hat die katholische Kirche einfach mal alle umgebracht, die nicht dafür waren. Und mit solchen und ähnlichen Dingen wird heute auch umgegangen, indem die Leute mental umgebracht werden, indem einem gesagt wird, das sind die bösen Reichsbürger, weil die hinterfragen das, was bei den Verträgen der Wiedervereinigung an die Presse gereicht worden ist. Wir haben inzwischen in Mitschriften bekommen, wo also auch der polnische Außenminister zu Wort kommt und wo sie sich alle froh waren, dass er dann überhaupt zu Wort kommen darf. Aber die eigentlichen Leute, die hätten miteinander einen Vertrag schließen müssten, nämlich BRD und DDR, waren ja zu diesen Gesprächen überhaupt nicht geladen. Ja, wenn man 4 plus 2 oder 2 plus 4, wie man es dann drehen will, macht, muss man natürlich die Hauptvertragspartner einladen. Und es fehlt vor allen Dingen eben noch der Vertreter des Staates. Der war ja gar nicht dabei. Also haben wir hier auch keinen Staatsvertrag. Sondern wir haben im Prinzip, dass ich vier Wölfe und zwei Schafe darüber unterhalten haben, was es zum Mittag gibt. Das ist das, was bei 4 plus 2 passiert ist. Und das hat nichts mit demokratischer Einigung zu tun, sondern das ist das Ausspielen von Machtinteressen. Wir haben die Waffen und ihr habt das Recht. So, und das ist das, was wir eben heutzutage erleben. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit diese Dissertation von der Constanze Paffrath in der öffentlichen Presse gesehen. Da wurde es ganz schnell still drum, weil die Leute sich das natürlich dann mal nach Hause bestellt haben und haben festgestellt, dass mit Macht und Eigentum seit 1945 nicht ordentlich umgegangen worden ist. Im Prinzip hätte man ja die Möglichkeit gehabt, mit der großen Wiedervereinigung eben auch mal das Unrecht nach 1945, auch die Enteignungen, die dann später passierten, rückgängig zu machen, hat man aber nicht gemacht. Sondern man hat eben die Bundesrepublik oder die DDR selber zum Staat erklärt, obwohl das nicht geht, weil nun mal nur ein Staat in einem Staatsgebiet existieren kann. Und da der Staat nur durch kaiserliche Verfügung aufgehoben werden kann, müsste im Prinzip der Kaiser aus seinem Grab aufsteigen und müsste sozusagen sagen, Jungs, war nett mit euch, wir beenden jetzt den Staat und dann könnt ihr mal hier eine neue Staatsgründung machen mit verfassungsgebender Versammlung oder mit gesetzgeberischer Versammlung oder einfach nur mit einem Volksentscheid oder was weiß ich, wäre alles möglich. Aber noch sind wir eben unter der Geltung der Haager Landkriegsordnung darauf verpflichtet, auf die Erklärung, die königliche Erklärung über das Kriegsende zu warten und das ist die Rückgängigmachung der Verfügung vom 18. Mai 1918, wo der König von Preußen gesagt hat, also wenn ein Kriegsende erklärt wird, sozusagen der Staat wieder in die öffentliche Verwaltung eintritt, in die Rechte und Pflichten, dann muss das von der königlichen Linie ausgehen.
also nicht von der kaiserlichen, sondern von der königlichen Linie. Es gab im König in Deutschland ja 4 Mächte, die Verwaltung, die königliche Linie und die kaiserliche Linie. Und das darf man nicht durcheinander bringen. So, der Kaiser war im Prinzip der Verweser vom König. Ich habe mir gerade erzählen lassen, dass es Zeiten gegeben hat, wo beide da waren, aber wir haben also für den entscheidenden Tag, 27.10.1918, nur den Kaiser im Amt, der König war zu diesem Zeitpunkt nicht im Amt. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann denn wem einen Machtübergang überhaupt geben? Kaiser Wilhelm II. Hätte es alleine nicht gedurft, er hätte nämlich seinen König fragen müssen. Darf ich die Regierungsgewalt an die Weimarer Republik übertragen? Und er hätte dann gesagt, machst du nicht. So, und demzufolge ist natürlich dort was passiert, was man heute nicht mehr heilen kann. Also es gibt 2 angebliche Abtretungsurkunden und da ist auch ein nicht sauberes Siegel drauf und die Unterschrift, die gewöhnlich von Kaiser Wilhelm II. Mit Imperator Rex unterschrieben ist, ist auch nicht da. Da hat irgendeiner einen Wilhelm hingekrakelt, aber könnte auch der Putzfrau gewesen sein. Das wissen wir heutzutage nicht. Fakt ist aber, dass wenn es eine Abtretungsurkunde im Original gibt, kann es dann maximal noch davon eine Kopie geben, aber keine 2 Originale. Und die Existenz von 2 Originalen ist mindestens eines eine Fälschung. Oder beides eine Fälschung. Jetzt ist die Frage, warum gibt es überhaupt eine Fälschung von einem Original? Also gibt es ein Original und eine beglaubigte Kopie. So, also man kann aufgrund dessen, dass ein Siegelbruch passiert ist, ein Kaiser hat nie einen Siegelbruch gemacht und dass er nicht Kaiser Wilhelm Imperator Rex steht, kann man also nicht von einem gültigen Dokument ausgehen. Das ist nun mal jetzt einfach der Fakt. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem Gesetz vom 28.10.1918? Ja, der damalige Reichstag wird das wahrscheinlich in der Nacht von 0 Uhr bis zum Sitzungsende verpasst haben. Könnte man annehmen. Man könnte aber auch denken, dass der Club der Illuminaten 17 oder noch was im Prinzip schon einen Plan hatte, um die Monarchie in Deutschland zu beseitigen und dass die Verträge weit älter sind. Und wir wissen ja aus den neueren Sachen, dass solche Sachen immer 20, 30 Jahre vorher geplant werden und alle Planspiele gemacht werden. Also in der Nacht vom 28.10. bis zum Sitzungsbeginn ist definitiv dieses Gesetz nicht entstanden. Und der Kaiser kann es auch nicht verfügt haben, weil er hatte ja kein Interesse, seine Macht abzugeben. Also als reiner logische Überlegung kann das nicht stimmen. Und dann kommt noch der Eins dazu, unter diesem Gesetz fehlt die Ausfertigung. Das ist nie ausgefertigt worden. Und ein Gesetz kann zwar formuliert werden, es kann einen Gesetzgeber geben, der eine Normenvorgabe macht, aber letztlich führt der Verwaltungsakt, dass das Gesetz im Prinzip ausgefertigt und der Öffentlichkeit präsentiert wird, hat nicht gegriffen. Also ist das Gesetz nicht da. Es ist zwar formuliert, die Gedanken sind da, der Weimarer Republik hätte ja können, aber der Weimarer Republik hat sich also im Zirkusbüsch zusammengefunden und irgendjemand hat vom Balkon runtergerufen, wir sind jetzt hier in der Republik, der Kaiser hat abgedankt. Könnte ich nachmittags auch mal versuchen, könnte mich auf irgendeinen Balkon stellen, könnte irgendwas erklären, hätte ungefähr den gleichen Effekt. So, wir können also hier nicht von einem Staatsakt sprechen, sondern es ist ein Putsch. Und es trägt alle Züge vom Putsch. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie ein Banküberfall. Wird also eine Bank überfallen. Die Bankräuber haben sich das, was in der Bank ist, gegriffen und haben die gerade dort in der Nähe waren, als Geiseln genommen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und solange wir die Waffen haben und wir die Geiseln sind, kann man nicht von Gesetzgebung sprechen. Man kann auch nicht von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung reden, wenn keiner aus dieser Geiselhaft entlassen wird. Wir haben aber versprochen gekriegt, aus dieser Geiselhaft entlassen zu werden. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk sieht vor, im Artikel 8, jeden in die Heimat zu schicken. Das heißt, wir müssten in der Heimat angekommen sein. Heimat ist ein Begriff, der ziemlich fest ist. Die Bundesstaaten sind unsere Heimat. Ja. Und solange wir in unseren Ausweisen kein Bundesstaat Königreich Sachsen oder Königreich Preußen oder wie sie alle heißen, Reuß, Jünger, ältere Linie steht, sind wir nicht da, sind wir nicht in der Heimat. Der Friedensvertrag in Brest-Litovsk nicht erfüllt. Jetzt muss man wieder sehen, wer hat mit wem einen Vertrag gemacht. Der Kaiser Wilhelm hat Vertrag mit der Sowjetunion gemacht, nicht mit Russland. Ja? Sowjetunion ist der Besatzer von Russland. Die Sowjetunion hat das Zarenreich überfallen und hat nach dem letztlichen Wissensstand die Zarenfamilie umgebracht. Es gibt auch Leute, die behaupten, das wäre nicht so gewesen, das wären jemand anders, die umgebracht worden sind. Fakt ist, dass sie nicht mehr da waren und dass es eine riesen Blutlache gegeben hat. So, und jetzt ist die Frage, ist das ein demokratischer Machtwechsel? Würde ich sagen, nicht. Ja, also die Sowjetunion ist durch Maschinenpistolen an die Macht gekommen, die von England geliefert wurden. Und die hat man mit diplomatischen Zügen bis nach Moskau gekarrt. Und dann ist Lenin gefragt worden,
ob er denn nur den Zar absetzen will oder ob er ihn umbringen soll. Und da hat er geantwortet, er soll ihn umbringen, das war sein Auftrag. So, also wir haben hier nicht einen normalen Übergang. Und in Deutschland war es ähnlich. Am 18.10.1918 gab es ein Schreiben vom Soldatenrat, wonach Kaiser Wilhelm II. Dafür verantwortlich gemacht worden ist, dass er die Folgen des Ersten Weltkriegs hinausgezögert hätte. Wir wissen aber heute, dass das nicht so war. Wir müssen uns ja noch die Situation vorstellen, Erster Weltkrieg. Haben wir also von vier Seiten vier Armeen, die in einem Kampfgebiet jeweils die Außengrenzen besetzt hatten und sich also Gräben geschaufelt haben und die ausgebaut haben wie zu großen Wohnungen, weil der Grabenkrieg ziemlich lange ging und die Gräben auch voller Wasser waren. Ja, und dort haben sie also Waffentestgelände gemacht, haben also tonnenweise Waffen hingeschafft und haben dann irgendwann festgestellt, dass wenn sie den Krieg ewig laufen lassen würden, keine Armee einen Sieg erringt, weil es halt ein Stellungskrieg ist. Man kann zwar immer mal eine Granate in den Graben dort reinhauen, aber dann hauen die anderen eine zurück. So, also es ist im Prinzip ein Krieg, der sich nicht mehr bewegt und der im Prinzip nur noch Opfer fordert. So, und darüber waren sich alle Kriegsbeteiligten einig und haben gesagt, okay, wir setzen uns jetzt zusammen und wir reden in Compiègne mal drüber, wie wir den Ersten Weltkrieg aufteilen. Und die Meinung der allen Kriegsbeteiligten, die da also dort zu der Verhandlung war, wir wollen auf keinen Fall eine Besetzung des Kaiserreichs durch die Amerikaner und wir wollen, dass jeder seinen Teil bezahlt. So, das war die Verhandlungsposition ein Tag vor der Unterzeichnung. Am Tag der Unterzeichnung ist Max von Baden hingefahren und hat im Prinzip ein Dokument unterzeichnet, aber es war nicht das, was verabredet wird, sondern dort wurde die Kriegsschuld dem Deutschen Kaiserreich zugeschrieben und darauf der Versailler Vertrag sozusagen gestrickt und dann gesagt worden, na, der Kaiser hat das ja unterschrieben, also kann man jetzt auch plündern. So, im Prinzip war das, was da drinnen steht, eine Kriegserklärung und jeder normale Staat hätte schon alleine aufgrund des Vertrages einen Krieg anfangen können, um sich zu verteidigen gegen den Betrug. Weil es ist ja im Prinzip ein Angriff. Ein Täuschungsversuch, der, ich würde sagen, Max von Baden möglicherweise sogar gewusst hat. Weil er im Prinzip in der Verschwörerklicke gegen den Kaiser beteiligt war. Ihm muss man aber zugestehen, das ist inzwischen auch bekannt, dass Max von Baden sich dagegen gewehrt hat, den Kaiser umzubringen. Also er wollte keine Wiederholung von dem, was in Russland passiert ist und wollte das Leben des Kaisers schonen. Und Max von Baden hat den Kaiser informiert, er solle bitte sehen, dass er außer Landes kommt und dass die Situation hier nicht weiter eskaliert. Und deswegen hat also Kaiser Wilhelm II. Am 29. die Grenze nach Holland überschritten und ist dann ins Exil gegangen. Und ihm sind sie dann wieder hinterhergefahren mit Waffen und wollten ihm noch diese Abdankungsurkunde erpressen. So, das ist halt nichts mit einer Übergabe einer Regierungsverantwortung in die Weimarer Republik zu tun, sondern das ist einfach, sind die Entwicklungen des Putsches, wie Chile oder in anderen Ländern, wo sie Putsch gemacht haben. So, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wann war die Souveränität des Deutschen Kaiserreiches das erste Mal untergraben worden. Am 27.10. ist noch nicht zu erkennen gewesen, dass irgendeine Putschhandlung stattgefunden ist. Ist auch logisch. Weil, wenn man einen Putsch vorbereitet, will natürlich keiner, dass er einen Hornberger schießen macht. Also einen Putsch veranstaltet, der dann nicht greift. Ja, da würde der kaiserliche Armee hinkommen und würde dort Ordnung schaffen. Die haben also alle die Füße stillgehalten bis zum 28.10. und wollten dann im sogenannten Reichsbach die Bombe platzen lassen, den Kaiser entmachten und so weiter. Das ist nicht so kaum, weil der Kaiser gesagt hat, ich gebe das nicht aus, ich gebe meine Ausfertigungsrechte nicht raus. Und da hat sie auch Hitler nicht übertragen. Hitler hätte kein Ermächtigungsgesetz gebraucht, wenn er hätte die Ausfertigungsrechte gehabt. Da hätte er ein Staatsangehörigkeitsgesetz machen können. Der Hitler hat eine Staatsbürgerschaft gemacht. Eine Staatsbürgerschaft kriegt man verliehen, weil man sich, was weiß ich, in einer Gemeinde niedergelassen hat und hat dort am öffentlichen Leben und an der Mitbestimmung teilgenommen und irgendwann werden die alle die Bürgerrechte verliehen. So, das ist in der Regel nach einem halben Jahr. Gemeindewahlordnung ist genau das. Ja. So, es gibt ein paar Orte an der Ostsee, wie zum Beispiel Langenkronitz, das war es üblich, du musstest allen Dorfeinwohnern am Stammtisch ausgeben und da warst du eingebürgert. Und das wurde bis zum Ende der DDR auch durchgehalten. Und Fritz Reschke kann davon erzählen, da hat er dort das Jugendlager dort in Langenkronitz gemacht, da hat gesagt, er hat schon mal gewundert, warum er von den Ureinwohnern her wie ein Einheimischer behandelt wurde, wo da jede Saison von Anfang bis Ende da war. Da wird immer wieder Fremder gehandelt. Und dann hat er gesagt, du musst erstmal eher ein Eis geben am Stammtisch. Und danach war das erklärt. So. Also die Bürgerrechte haben mit der Staatsangehörigkeit nichts zu tun. Staatsbürger und Staatsangehörige sind zwei verschiedene Dinge. Die DDR durfte aufgrund der Russen die Staatsangehörigkeit nicht anfassen. Die haben 1967
einen DDR-Bürger erzeugt und haben dann die Gesetzgebung später noch einmal geändert. So, und es ist in der DDR immer noch von Staatsbürgern geredet worden. Das kann sein. Staatsbürgerschaft kann der DDR sein, aber die Staatsangehörigkeit war in der DDR die kaiserliche, weil der Vertrag zwischen dem Kaiser und Russland immer noch intakt war. Uns hat man das aber nicht erklärt. Welcher Vertrag greift denn Mitteldeutschland? Mitteldeutschland greift der Vertrag von Kalisch von 1813, der die Nachfolgevereinbarung des Vertrages von Taurocken war, wo der Napoleon im Prinzip eine Niederlage erlitten hat. Und dort drinne wurde festgelegt, dass solange wie noch einer vom norddeutschen Bund da ist, der Staat Preußen nicht gelöscht werden kann. Da wird einer sagen, naja, da gab es ja das Kontrollratsgesetz 46, der Staat Preußen ist aufgehoben. Da muss man überlegen, wann ist das Chefgesetz entstanden und welchen Rechtsstand hatte Preußen zu dem Zeitpunkt. Wir wissen, dass 1922 einen sogenannten Preußenschlag gegeben hat, wo man also die Mächtigen von Preußen mit Waffengewalt aus dem Amt gejagt hat. So. Und da ist der sogenannte Freistaat Preußen entstanden. Und Leute, die meinen, dass man den Freistaat Preußen wieder aktivieren müssen, sind im Prinzip Verbündete der Putschisten gegen den Staat. Weil die wecken etwas auf, was im Prinzip zur Niederschlagung von damaligen Königreich Preußen geführt hat. Das kann also nicht nur die falsche Seite sein. Man muss also genau gucken, wann das erste Mal passiert ist. Fakt ist, dass der Putsch gegen den Staat am 28.10.1918 stattgefunden hat. Und folgerechtlich gehört der gesamte Tag des Putsches dazu, also von 0 Uhr gerechnet. Völkerrechtliche Verträge werden immer über den ganzen Tag abgeschlossen. Also die werden an einem Tag unterzeichnet und treten mit Tageswechsel in Kraft. Es sei denn, es wird was anderes festgelegt. So war es auch in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990. Der Vertrag trat in Kraft über die Aufhebung der Staatsfragmente und die Neugründung im Recht der Weimarer Republik. Also da hat man die DDR-Staatsfragment und BRD-Staatsfragment gelöscht und hat die DDR und BRD im Recht der Weimarer Republik wieder aufleben lassen, aber hatte denen kein Volksvermögen mitgegeben. Der Volkskammer hat man darüber nichts erzählt, denen hat man im Prinzip erzählt, wir müssen das Volksvermögen privatisieren. Und haben sozusagen einen Privatisierungsbeschluss des Volksvermögens gemacht und die DDR hat gemeint, dass jetzt sozusagen die vermeintlichen Ruinen bzw. auch die Schulden sozusagen jetzt über eine Treuhand verwaltet werden sollen. Im Prinzip haben sie aber das Volksvermögen aus dem gelöschten Staatsfragment in eine Firma übertragen. Und diese Firma haben sie totgefahren, indem die Treuhand sozusagen den Außenhandel der DDR-Betriebe blockiert hat, die sozusagen billig und übernahmereif gemacht hat. Dann waren die Schulden, die erst nur auf Papier standen, nur physisch da. Und dann hat man die Betriebe abgerissen, das Gelände planiert und die Immobilien oder die Grundstücke eben an Investoren weitergegeben. Ich weiß das aus sicherer Quelle, weil es in dem Betrieb, wo ich damals beschäftigt war, genauso gelaufen war. Der DDR-Außenhandel hat den Absatz blockiert und inzwischen wurde im Betrieb erzählt, na, wir können nichts mehr verkaufen, es wäre keine Nachfrage da. Und so hatten wir den Leuten einen Betrieb von 5.500 auf 3.500 runtergefahren, in der zweiten Ausbaustufe von 3.500 auf 300 und danach war der so klein, dass er im Prinzip von den Investor übernommen werden konnte. So, das ist die Geschichte, wie die Betriebe kaputt gemacht sind. Und so wie es bei uns im Betrieb war, war es überall die gleiche Masche gefahren worden. Und hier begeht im Prinzip der Treuhänder einen Treuebruch. Ne? Im Prinzip ist das, wenn also ein Treuebruch passiert, sind also die Geschäfte des Treuhänders rückabwickelbar. Das ist für die gesamte DDR erfüllt. Und die Auflösung der Volkspolizei, der Volksarmee und so weiter, ist ein illegaler Vorgang, weil es im Prinzip aufgrund eines Vertragsbetruges vom 17.18.1997 zustande kommt. So, und dass die Wende passieren wird, ist nachweisbar bis 4 Jahre vor der Wende. Ja, dass es Verträge gegeben hat, die früher waren, mag sein, aber es ist nachweislich erst 4 Jahre aktenkundig nachgewiesen, also dass die Stasi im Prinzip die Wende vorbereitet hat. Und das ist auch meine Wahrnehmung, weil in die kirchlichen Kreise ungefähr 4 Jahre vor der Wende auf einmal so eine kirchenfremde äußere Einfluss zu spüren gewesen. Bärbel Bohley hat man bis 4 Jahre vor der Wende nicht gekannt, nirgends. Und ich war auf jeder Mitgliederversammlung, auf jeden Schülertagung, überall. Die Namen kamen aus dem Nichts. Ja, Bohley, Diesel und die ganzen Experten, die da in der Wenderegierung Bündnis 90 aufgetaucht waren, die kamen aus dem Nichts. Die hatten keine Vorgeschichte,
die sind nirgends in Erscheinung getreten. Und wir haben uns ja regelmäßig getroffen. Immer alle 4 Wochen haben wir uns getroffen, haben gemacht. Wir haben auch die Plakate, wir hatten die Räume einbestuhlen und die Gesichter waren dir vertraut. Ja, und dann haben wir uns immer im Jahr überregional getroffen. Und da kann man die auch, die Verantwortlichen, und die haben auch gesagt, wir haben die Leute noch nie gesehen, ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber die hatten immer die Westverbindung. Da fragt man sich, was da hier gelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist es nur halt mal so, wie es ist. Man hat also die DDR-Bürger mit 100 Euro oder sagen wir mit Bananen aus ihrem Versteck gelockt und hat ihnen die Personalausweise ungültig gemacht. Und die haben nur gedacht, wenn sie jetzt einen BRD-Pass kriegen, sind sie jetzt nur in einem souveränen Staat gelandet. Aber wenn man sich den Ausweis genau anguckt, ist das Logo der Weimarer Republik drauf. Und das Weimarer Republik ist eine Handelsorganisation, die sich eintragen lassen hat, Handel mit ungültigen Urkunden. Das heißt, jeder, der Personal dieser Firma ist, handelt gegenüber anderen mit ungültigen Urkunden. Also hier ist eine ungültige Urkunde, also wenn du dich ausweisen willst, was zahlst du dafür? Das ist das, was so läuft. Also die Geburtsurkunde ist ungültig, Reisepass ist ungültig, weil es überall kein staatliches Symbol drauf. Es ist überall das Logo oder Weimarer Blick drauf, also das Firmenlogo. Die Firma hat ungültige Ausweise produziert und macht damit Gewinn. So, und jeder, der sich mit diesen Geschäften einlässt, weiß das. Ja, es gibt ein Zusatzprotokoll, die in der Europäischen Union rumgegangen ist, wo klargestellt wird, wer Geschäfte mit der Bundesrepublik macht, muss sich darüber im Klaren sein, dass sie schwebend wirksam sind. Schwebend wirksam. Heißt im Juristendeutsch, es ist eigentlich unwirksam, wenn jemand das Ding hinterfragt. Also wenn die Legitimation der EZB hinterfragt wird, weil die Euro-Einführung ohne Volksabstimmung passiert ist. Und da muss man sich überlegen, jetzt nochmal im Grundgesetz, Artikel 29 Absatz 8, dort steht drin, die Ausweitung des Bundes erfordert einen Volksentscheid. Also die Ausweitung der Kompetenz des Bundes von Westdeutschland nach Mitteldeutschland oder die Euro-Einführung. Also dass man sozusagen eine ausländische Bank die Kontrolle über das Staatsgebiet übergibt, hätte zum Volksentscheid bedarf. Und wenn dann nicht passiert ist, ist der Euro nicht eingeführt. Man hat uns die D-Mark weggenommen, die mit dem Vertrag über die Währungswirtschaft und Sozialunion eingeführt worden ist. Und dieser Vertrag gilt bis heute. Und man hat in der Wenderegierung sozusagen die DDR, die Gesetzgebungskompetenz, an den runden Tisch ausgelagert, weil man in der Presse erzählt hat, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, da höre ich Merkels Worte raus, damit wir die Probleme, die jetzt in der Umstellung in den demokratischen Rechtsstaat passieren können. So, und da hat man im Prinzip den runden Tisch dazu verdonnert, um die Angelegenheiten der DDR in den elitären Kreis auszulagern, sodass die Öffentlichkeit von den ganzen Verhandlungen mit der Treuhand ausgeschlossen wird. Das war das Ziel. Also die Verhandlungen mit der Treuhand liefen dann nur noch im kleinen Kreise und uns hat man so lange bespaßt, wie die ganzen Verträge mit der Treuhand in trockenen Tüchern waren. Das war die lähmende Wohlstandsveranstaltung, sag ich mal. Wir haben die ersten Jahre, habe ich auch selber wahrgenommen, haben wir gedacht, wir haben es jetzt geschafft, oh cool, macht dann hier die blühenden Landschaften. Alles, was geblüht hat, war im Prinzip die Korruption und der Aufbau der Schulden Ost. Und am Ende haben wir uns wieder gesehen in einer Nichtregierungsorganisation, die dann nochmal 2010 gelöscht worden ist, nochmal 2012 umgeschrieben worden ist, ohne dass die Presse, ohne dass die Öffentlichkeit daran beteiligt war. Und dann stellt sich natürlich Gabriel vorne hin und sagt, ja, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation. Jetzt ist die Frage, wieso kann die denn einen Staat machen? Wieso kann die denn überhaupt ein Staatsangehörigkeitsgesetz ausfertigen? Wir erinnern uns, 13.08.2013 wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz geändert. Da gucke ich rein, das ist Ausfertigungsdatum, da steht ja immer noch der 22.07.1913 drin. Weil das sind die Bundesrepublik gegründet worden. Kann doch gar nicht sein. Die Frau Merkel hat doch definitiv nicht im Kaiser gesessen und hat gesagt, ja, ich brauche mal am 13.08.2012 oder 13 eine Ausfertigung vom Staatsangehörigkeitsgesetz. Kannst du mir das nicht ausfertigen, weil ich brauche das in 100 Jahren. Ist sie in ihrer Zeitmaschine gestiegen, hat dieses Ausfertigungsding ins Bundeskanzleramt gebeamt, hat sich selber auch noch dahin gebeamt und hat dann Bundestag vorgedacht, ja, ich habe jetzt hier die Ausfertigung vom Rüstag und hat es Stag genannt. So, das ist das, mit dem die ganzen Jahre gewählt worden ist. Ausfertigungsdatum heißt ja, dass ein Notar oder jemand, der eine Beglaubigung machen kann, festgestellt hat, dass dieser Text zum Ausfertigungstag ist. Ja? So, wir wissen natürlich, wenn das Stack in Ende der 90er Jahre entstanden ist, dass es nicht vom Kaiser sein kann. So, und wenn die Bundesrepublik keine
Ausfertigungsrechte hat, was nun mal ein hoheitlicher Akt ist, ein Gesetz ausfertigen, wissen wir, dass die Bundesrepublik überhaupt keine hoheitlichen Rechte hat. Weil hätte sie hoheitliche Rechte, hätte sie ja das Ausfertigungsdatum nach ihrer Gründung gesetzt. Wäre ja clever. Ne? Also wenn ich einen Anglerverein gründe und mache die Mitgliedsausweise 100 Jahre rückdatieren, da würde da irgendeiner im Finanzamt sagen, hey, wie sind die jetzt? Die sind doch erst in 90 Jahren gegründet. Wir könnten die seit 1913 entstanden sein. Das ist doch irgendwas faul. Das ist doch bestimmt ein Schreibfehler. Das müsste bestimmt 2013 lesen. Aber nee, wenn man da genau hinguckt, in allen Veröffentlichungen steht immer noch der 22.07.1913, weil die Ausfertigung der Gesetze nun mal dem Kaiser vorbehalten war. Und es würde uns wundern, von ihm zu hören. Ich habe noch kein Gesetz im Bundesanzeiger gesehen, wo das kaiserliche Logo und Signum drin wäre. Und dann müsste nämlich in der Schule gelehrt werden, wir sind immer noch eine kaiserliche Monarchie. Wir haben jetzt nur ein modernes Parlament, was sich mit der Politik beschäftigt. Aber ich habe ja immer gesagt, ich beschäftige mich nicht mit Politik, sondern ich beschäftige mich mit den Dingen, die Leute interessieren. Die Souveränität, wo ist unser Friedensvertrag? Wann kriegen wir eigentlich mal eine Hoheit über unsere Bildungs- und Medien? Wann können wir wirklich freie Medien haben? Jetzt ist es so, dass im Bundespresseamt verfügt worden ist, dass nur das gesendet werden darf in öffentlichen Medien, was abgesegnet worden ist. Da kann man sich fragen, wer das nur absegnet. Man müsste da mal bei Egon Bahr nachlesen, der gesagt hat, ja, mir ist von den drei Mächten vorgelegt worden, ich soll da hier drei Briefe unterschreiben, also die Vorbehaltsrechte, dass die weiter gelten, dann könnte ich Bundeskanzler werden. So, und da hat er sich furchtbar aufgeregt, wie denn das in so einem souveränen Land sein könnte. Und nach 14 Tagen hat er sich zurechtgestützt, dass er das Ding dann unterschrieben hat, weil er festgestellt hat, dass alle vor ihm das auch unterschrieben haben. Die Frau Merkel hat aber uns erklärt, dass er die hätte nicht unterschreiben müssen. So, jetzt muss man sich überlegen, wenn die Frau Merkel eine Auszeichnung von Kleibrit gekriegt hat und jeder, der die Auszeichnung von Kleibrit jemals gesehen hat, bei irgendeiner Loge Mitglied gewesen sein muss. Weil eine Auszeichnung kriegst du nur, wenn du besser bist wie der große Rest. Also besser wie alle, die in der Loge sind. Nur dann kriegst du eine Auszeichnung, sonst bist du ja Durchschnitt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn hier los? Wenn die Frau Merkel einen Logenschwur abgelegt hat, hat sie darauf geschworen, jeder Organisation beizutreten, jeden Schwur zu schwören, auch das zu schwören, dass sie die Kanzlerakte nicht unterschrieben hat, wenn es der Loge dient. Nun können wir darüber spekulieren, ob sie es gemacht hat oder nicht. Ich würde mal schätzen, wenn der Überleitungsvertrag, wie er heute noch besteht, weiterhin Bestand hat, dass Berlin kein konstitutioneller Bestandteil der Bundesrepublik ist, dann ist es bis zum heutigen Tag so. Die Frage ist nur, wie kann man denn in Berlin mit einer deutschen Staatsangehörigkeit wählen, die gar nicht gibt, weil sie DDR aus Ost-Berlin exportiert wird. Weil wir wissen inzwischen, dass der Hitler in seinen Ausweisen bis 1944, wir haben also Ausweise, die bis April 1944 sind, da ist auf den Seiten, auf dem Papier, da steht gedruckt Staatsangehörigkeit Deutsches Reich. Da steht nicht Staatsangehörigkeit Deutsch. Also wenn der Hitler am 5.2.1934 das Staatsangehörigkeitsgesetz angeblich geändert haben soll, dann hätte in den Ausweisen, die 10 Jahre später entstanden sind, ja die Staatsangehörigkeit Deutsch stehen müssen. Ja, ist aber nicht passiert. Der Ausweis ist von 1944 und dort ist es fest eingedruckt. Also was der Hitler gemacht hat, eine Staatsbürgerschaft verliehen. So, und das ist das, was man mit dem gelben Schein kriegt. Der gelbe Schein ist ein Antrag, die Bundesstaatenangehörigkeit abzugeben und eine Staatsangehörigkeit anzunehmen, die aus einer Staatsbürgerschaft resultiert. Nämlich aus der Gesetzgebung von 1934, 36 noch einmal und dann ist es noch mal 38 gemacht worden. Und dort hat der Hitler im Prinzip seinen NSDAP-Gefolgsleuten eben besondere Rechte verliehen. Ja, und dann sagt, wer also dort in der NSDAP treue Dienste geleitet hat, der kann eben, was weiß ich, in der Handwerkskammer oder in der Berufsgenossenschaft oder was auch immer da gegründet worden sind, eben das Sagen haben. So, die wollten alles unter Kontrolle haben und denen haben sie eben die besonderen Rechte verliehen. So. Und wer da in den Club nicht mitgespielt hat, der wurde eben dann Außenseiter, der war eben dann draußen. Er konnte kein Gewerbe machen und so hat man die Leute eben vom öffentlichen Leben abgeschnitten. So. War zum Teil auch nötig, um eine Kontrolle über das Gebiet zu erringen. Ja. Gut, ich gehe dann später nochmal ein. Ich muss erst mal ganz kurz das Video hier stoppen, weil die Kamera sonst überläuft. Und dann gucken wir uns mal an, was mit dem 27.10. los ist.